herzlich willkommen am Wischerstand, Harry Brünster. Es wird halt sicher ganz eine lustige Sendung. Vorab, hoffen danke wir's fürs Kommen und was darf es zum Essen sein? Ein Frankfurter. Senf oder Ketchup dazu? Darf ich beides auch haben? Ausnahmsweise. Also nur Senf und Ketchup. Komm gleich. Bist du ursprünglich Lehrer? Wie hast du da dann die Veränderung gemacht? Bei mir hat sich mehr oder weniger alles zufällig ergeben. Also ich war für Deutsch und Sport und war in der Hauptschule mit großer Begeisterung. Mir hat das sehr, sehr gefallen. Ich habe das gern gemacht und dann wurde es so, dass ich nebenbei beim Radio Tirol die Chance gehabt habe, Auftritte zu machen. Und das ist dadurch, dass da Tanzmusikkapellen auch gespielt haben und dadurch, dass die Tanzmusik da immer mehr geworden ist, habe ich nachher auch die Chance gekriegt, mit denen mitzuziehen. Es ist immer mehr geworden und dann habe ich 1991 eigentlich vor allem durch den Gaudimax, der ja da in Bayern gemacht worden ist und den ich gewonnen habe, Gott sei Dank, durch das ist dann bei mir die Idee entstanden, ich mache mich selbstständig und habe eine 91er Firma gegründet, habe in der Schule gegründet, schweren Herzens, weil ich wirklich gern lehre, die Kinder gerne weg. Denkt man dann noch zurück und denkt sich, war wieder mal schön, mal einen Tag in der Schulklasse oder so? Oder? Ich muss ehrlich sagen, momentan macht es mir das Schulsystem leicht, weil ich möchte jetzt nicht mehr unterrichten. Also ich habe sehr viel Mitleid mit den Lehrern, weil es wird so viel in die Schule hineingepackt und der Lehrer ist oft meiner Meinung nach allein gelassen. Du sitzt ja, weiß ich nicht, wie viele tausende Kilometer im Jahr im Auto. Wo warst du in Österreich noch nicht? Gibt es da einen Fleck? Ich habe mir die Mühe gemacht und habe irgendwann begonnen, weil mir meine Frau eine große Landkarte geschenkt hat, eine Stecknadel zu setzen. Ich war wirklich überall. Es gibt einfach nichts mehr, wo ich nicht wenigstens schon durchgefahren bin. Aber es gibt ein paar Flecken, die noch, könnten ein paar mehr Stecknadeln vertragen. Hätte ich gewusst, das Bundesland Kärnten wehrt sich ein bisschen. Aber sonst habe ich alle Bundesländer ziemlich üppig besetzt. Wenn du jetzt schon wirklich das Österreich ganz kennst, was ist jetzt Wien? Was ist da so besonders hier? Da werden wir jetzt ein paar beleidigt sein, aber ich finde, Wien ist die einzige Stadt. Ich bin in Schwarz zu Hause, also Nähe Schwarz, Vomp ist eigentlich der Ort, aber Schwarz ist die Stadt, ist 13.000 Einwohner und unterscheidet sich von Graz, finde ich jetzt nicht so arg. Also Graz hat 280.000 Einwohner, also, aber der Unterschied ist nicht so mächtig. Hingegen Wien und Schwarz oder Wien und Graz ist ganz anders. Also Wien ist wirklich eine Weltstadt. Ich mag es wahnsinnig gern. Wo bist du gern, wenn du da bist? Ich bin besonders gern in ganz grindige Beiseln, wo es ein gutes Gulasch gibt. Also man kann in Wien so gut essen, das ist sensationell. Naschmarkt-Gegend, wissen wir uns. Naschmarkt-Gegend bin ich auch gern. Ja, da gibt es ein paar Standeln, wo ich besonders gern bin. Ja. Es ist einfach so, am Naschmarkt muss man fast sein, weil man eben, da kriegt man einen guten Eindruck überhaupt von der Kulinarik in Wien. Die wissen auch gut Bescheid. Also wenn man im Naschmarkt gibt es ein paar Standeln, wenn du reingehst und sagst, wo kann man momentan gut essen, kriegst du immer einen Top-Restaurant-Tipp. Da werden jetzt viele lachen. Ich bin gerne im Böhmischen Bruder. Also der 10. Bezirk liegt mir ein bisschen am Herzen. Und vor allem, weil ich da so nette Begegnungen gehabt habe. Und ein bisschen wienerisch lerne ich da ja auch. Na, hörst. Was? Können wir was hören? Brachhalder zum Beispiel. Also Brachhalder ist ein Watschen. Ich habe das nicht gewusst. Also okay. Zu mir hat mir einer gesagt, eh mein Favoriten. Alter, fahr mir nicht an, sonst kriegst du einen Brachhalder. Und ich sag, ich habe eigentlich fast alles verstanden, fahr mich nicht da und so weiter, das kenne ich schon. Aber was ist ein Brachhalder? Ja, Brachhalder war früher ein Ausdruck für Watschen. Oder bist du dann zeitgerecht angehört und das ist nicht. Nein, ich habe mich noch mit ihm verbrüdert. Okay. Wo übrigens auch ein Würstelstandl. Ja. Sehr erfolgreich auf Puls 4, deine Sendung ist sehr witzig. Wieso ist der Witz jetzt wieder so salonfähig geworden? Ich glaube aber, das hat die Zeit mit sich gebracht. Wir haben, das hören jetzt wahrscheinlich Politiker ganz ungern, aber wir haben zurzeit nichts zum Lachen. Die Schlagzeilen sind eigentlich sehr bedrückend. Jeder hat auch Angst, wie geht das weiter. Und daher hat man Sehnsucht, einmal wieder einfach zu lachen. Weil Lachen ist ein Ventil. Und man kann für ganz kurze Zeit, glaube ich, den Alltag vergessen. Und deswegen haben wir momentan Saison. Hast du vielleicht so einen kleinen Witz für uns? Also jugendfrei, bitte. Der Burk im Baum. Das war ja keine Zeugnisverteilung, oder? Legst Zeugnis auf den Tisch, der Papa schaut hin und sagt, der Bub, für dieses Zeugnis, du gibst Schläg. Ich sag, super, ich weiß, wo der Lehrer wohnt. Sind so, die immer die Buben laut? Ich sag nämlich nur dazu. Ja, das muss, das, ich sag das Lehrern oft gern, oder? Du bist ja mit Harrys liebste Hütten unterwegs. Würde diese Hütte, die Würstelhütten, auch irgendwie mal in der Sendung kommen? Ich habe sogar mal die Idee gehabt. Also Würstelstandeln und Bars wäre eigentlich ein tolles Thema. Nicht? Weil Cocktailbar kommt da immer mehr und mehr. Aber das ist dann leider schon plattiert worden.
du bist ja so der gute Laune-Botschafter Österreichs, so sage ich jetzt einmal. Das hat noch nie jemand gesagt zu mir. Nicht, darfst, das finde ich super. Gern halten? Darf ich es halten? Ja. Gute Laune-Botschafter. Gibt es die anders auch, so ein bisschen krantiger mal? Ja, ja, klar. Logisch, also wir haben ja alle unsere Probleme und jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Aber bei mir ist es so, das engste Umfeld stimmt sehr gut, Gott sei Dank. Und ich sage immer, wer mit Netz arbeitet, der tut es ein bisschen leichter. Und deswegen glaube ich, bin ich schon großteils gut gelaunt. Aber es gibt immer wieder Dinge, die mich ärgern. Manches ärgert mich sogar sehr. Wie geht es dir so, wenn du so unterwegs bist? Wirst du oft angesprochen? Was sagen die Leute zu dir? Ich werde sehr viel angesprochen, logischerweise. Es sagen auch sehr viele, man kann es nicht einen Witz erzählen. Okay. Was ich nachher dann mache. Weil es ist viel besser, kurz einen Witz zu erzählen, als wie lang zu erklären, warum man das jetzt nicht da mache. Ja, hast du da immer denselben dann, oder wie? Nein, schon immer ein bisschen einen anderen, kann ich selber auch gleich ein bisschen üben. Ja, auch du hast uns dankenswerterweise vor ein paar Foto zu wünschen, das dir viel bedeutet. Wer ist die Dame? Das ist meine Tochter Vera. Die ist am 21. April 1993 geboren und da ist sie genau 4 Monate alt. Und sie ist genauso, wie sie da drauf ist, heute noch. Sie ist ein Wonneprop, sie ist total lieb und tritt ein bisschen in meine Fußstapfen, studiert momentan Sport. Und daher haben wir viele gemeinsame Gesprächsthemen. Ja, Harry, wunderbares Gespräch. Danke mir für deinen Besuch, viel Erfolg für die weiteren Sachen, demnächst Fernsehen und Tour. Ich sag danke. Und wir essen jetzt einfach gemütlich noch zusammen. Wir sind gemütlich heute und du das kannst vielleicht mal besuchen, wenn ich in der Nähe von Wien bin mit der Tour. Ich muss da mal einen Witz erzählen. Ja, genau. Aber da lassen wir die Kamera. Du musst mir noch. Genau. Ja. Deinen Lieblingswitz hätte ich gerne. Ja.